Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch. Ich bespreche heute bekannte Redewendungen, die mit dem Buchstaben E beginnen. Fangen wir gleich an mit der ersten Redewendung. Jemanden in die Ecke stellen heißt jemanden ausschließen oder bestrafen. Das war ja früher in der Schule noch eine gängige Bestrafung und das hat sich in der Sprache erhalten. Das heißt, wenn jemand im Unterricht geschwätzt hat oder gestört hat, dann musste er in die Ecke stehen. Dann die nächste Redewendung, etwas aus dem FF beherrschen, heißt etwas perfekt können. Entweder durch lange Übung oder weil man ein besonderes Talent hat. Dann das Ei des Kolumbus. Darunter versteht man eine einfache Lösung, die für ein schwieriges Problem gefunden wurde. Kommen wir gleich zu den nächsten drei Redewendungen. Die erste Redewendung lautet, alle Eier in einen Korb legen. Die Erklärung ist hierfür, alles auf eine Karte setzen, statt das Risiko zu streuen. Das sollte man ja nicht machen. Das heißt, wenn man viel riskiert, kann man natürlich auch alles verlieren. Die nächste Redewendung ist relativ bekannt. Eier in der Hose haben heißt mutig sein, sich etwas trauen. Dann die dritte Redewendung hier auf dieser Seite. Alles ist im Eimer heißt, alles ist schiefgegangen oder ist kaputt. Das heißt, man hat sich etwas vorgenommen und es ist im Worst Case, also im schlechtesten Fall, ausgegangen. Dann die nächsten drei, es ist allerhöchste Eisenbahn, darunter versteht man, es bleibt nicht mehr viel Zeit, entweder weil man auf etwas lernen muss oder weil man einen Termin vor sich hat und man ist sehr spät dran. Dann haben wir die Redewendung, sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen. Darunter versteht man, wenn man völlig rücksichtslos auftritt bzw. völlig unklug handelt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann das zum Beispiel im Ausland machen, wenn man dort die Sitten und Gebräuche nicht kennt. Oder man ist einfach grundsätzlich wenig rücksichtsvoll gegenüber anderen Personen und wirkt verletzend. Dann haben wir vielleicht eine Redewendung, die für manche Leute schwierig ist oder sie noch nicht gehört haben, eine graue Eminenz. Darunter versteht man eine einflussreiche Persönlichkeit, die im Hintergrund die Fäden zieht. Und das ist meistens nicht positiv, wenn man etwas im Hintergrund macht. Das heißt, das ist zumindest zur Grenze zu einem illegalen Handeln. Hier geht es immer um eigenen Vorteil und meistens um Geld. Dann kommen wir zu den nächsten drei. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Darunter versteht man, wir sind noch nicht am Ziel angekommen oder es geht noch weiter. Damit kann man zum Beispiel Verkäufe meinen, wenn man ein Geschäft hat oder auch Börsenkurse. Ende im Gelände, darunter versteht man, man kann nichts mehr ändern. Man muss einfach einen Zustand so akzeptieren, wie er ist. Hier gibt es nichts mehr zu hoffen, in diesem Fall auch nichts mehr zu ändern. Man muss die Sache abhaken. Dann sich eine Eselsbrücke bauen. Darunter versteht man eine Merkhilfe, die dazu dient, sich Wissen einzubringen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein schwieriges Wort sich merken muss, kann man sich darunter entweder ein Bild vorstellen oder das mit in einem Satz verknüpfen, den man kennt, oder einfach in eine bestimmte Beziehung setzen. Dann kommen wir zu den nächsten drei. Eulen nach Athen tragen. Darunter versteht man etwas Überflüssiges sagen, was schon bekannt ist. Das heißt,
Das kommt ja noch aus dem, beziehungsweise in der in Griechenland war ja die Pallas Athene die Göttin der Weisheit und ihr Markenzeichen war eine Eule. Von daher kommt dieses Sprichwort oder diese Redewendung auch. Und in diesem Kontext heißt das, dass man selber glaubt, etwas beizutragen, aber das ist schon längst bekannt. Oder man redet mit jemandem, der sehr gut in einem Bereich ist und dem kann man eigentlich nichts mehr Neues sagen. Dann die nächste Redewendung, das Ei will klüger sein als die Henne. Hierunter versteht man, dass Jugend keine Erfahrung ersetzen kann. Wobei hier ehrlicherweise in der Gesellschaft eine Änderung eingetreten ist, weil dadurch, dass die Technik sich immer schneller ändert, sind manchmal Jugendliche erfahrener in der Lebenswelt, die es jetzt gerade gibt, als die Erwachsenen oder älteren Leute. Das heißt, der Wandel ist wichtiger wie die jahrelang angeeignete Erfahrung, einfach weil es einen starken Wechsel gibt und immer etwas Neues. Nicht das Gelbe vom Ei sein heißt keine Lösung, Zustand, den man sich wünschen sollte. Das heißt, eine Lösung, die man gerade noch so akzeptieren kann, die einen wirklich nicht zufriedenstellt. Dann die nächsten drei, ehrlich wird am längsten, darunter versteht man, unter dieser Redewendung versteht man, dass man mit der Wahrheit am besten fährt, weil wenn man lügt, dann muss man sich meistens noch mehrere Lügen einfallen lassen, um die eine Lüge am Leben zu erhalten. Ehre, wem Ehre gebührt, wenn jemand etwas Besonderes leistet, soll er auch dafür Anerkennung bekommen. Das kann im Sport sein, im Beruf, eigentlich überall. Dann Eile mit Weile. Darunter versteht man, dass man etwas mit der Ruhe erledigen soll. Das heißt, Geschwindigkeit ist meistens nicht der beste Lösungsweg, sondern vielleicht in einem Zwischenschritt das Ganze noch einmal überdenken. Dann eine Eintagsfliege sein, darunter versteht man den Sachverhalt, dass man keinen dauerhaften Erfolg hat. Am bekanntesten ist diese Redewendung im Bereich der Musik, wenn zum Beispiel eine Gruppe oder ein Sänger nur einen Hit hat und dann nie wieder Erfolg hat. Kann aber auch bei einem Schüler sein, dass er einmal eine gute Note schreibt. Die nächste Redewendung, die ist ganz sicher wahr und richtig, und die heißt, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Das heißt, wenn ein Erfolg da ist, dann sind alle dran schuld oder dran beteiligt. Beim Misserfolg ist man nur alleine dafür verantwortlich. Da findet man niemand anderen, der einem beisteht. Dann der Schlüssel zum Erfolg. Das ist eine Grundidee, die alles zum Positiven verändert. Wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, dann ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich vielleicht einen neuen Vertriebsweg überlegt und damit das Unternehmen rettet und beziehungsweise den Umsatz steigert. Dann im Hafen der Ehe landen, das ist einfach eine Umschreibung für das Heiraten. Dann haben wir, es ist Ebbe in der Kasse, heißt es ist kein Geld mehr da, weil man einfach zu viel ausgegeben hat. Und noch eine weitere Redewendung, die mit dem Gezeiten im Meer zu tun hat, nach Ebbe folgt Flut, das ist eine Tatsache und das heißt auf das Leben übertragen, nach Schwierigkeiten kommen ganz sicher auch wieder bessere Zeiten. Und zum Abschluss noch zwei Redewendungen mit dem
Esel. Ein Esel ist kein Rennpferd. Darunter versteht man, dass man nichts Unmögliches erreichen kann. Die Zielsetzung alleine nützt nichts, wenn man das nicht umsetzen kann, wenn man keine Ressourcen hat, wenn man kein Talent hat. Ein Esel, die beste Eigenschaft von einem Esel ist aber eben, dass er genügsam ist und dass er Traglast für die Menschen von einem Ort zum anderen bringt, aber er wird das in einer angemessenen Geschwindigkeit machen, eben weil er kein Rennpferd ist. Das heißt, man sollte das machen, was man gut kann und nicht etwas anderes versuchen. Und schließlich die letzte Redewendung für dieses Video: Solange der Esel trägt, ist er dem Müller lieb. Das heißt, man ist beliebt, solange dass man seine Arbeit und Pflichten, vielleicht noch wichtig, für andere erfüllt. Das war ein Überblick über das Thema Redewendungen, die mit dem Wort je beginnen.